Carambolage hat Ihnen bereits vom Ritual der Pressekonferenzen der französischen Präsidenten erzählt. Der Élysée-Palast lädt hierzu akkreditierte Journalisten ein. Die Stimmung ist feierlich. Die Minister werden dazu angehalten, präsent zu sein. Der Präsident beantwortet Fragen, die im Vorfeld bei der Presseabteilung des Präsidialamtes eingereicht wurden. Die Journalisten erheben sich, wenn der Präsident eintrifft. Kurz, ein großes Spektakel. In Deutschland liegen die Dinge anders. Hier haben sich gleich nach der Ausrufung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 die Journalisten zu der sogenannten Bundespressekonferenz zusammengeschlossen, einem Verein, der entscheiden kann, welche Journalisten ihm beitreten dürfen und welche nicht. Und dieses mächtige Organ der deutschen Presse lädt die Kanzler, Präsidenten oder Minister in sein Pressehaus ein, wo sie Rede und Antwort stehen müssen. Man erkennt die Macht dieser Institution schon daran, wie groß und stattlich ihr Gebäude ist. Hier das Bundespressehaus, mitten im politischen Herzen Berlins, ein Steinwurf vom Bundestag und Kanzleramt entfernt. Und hier, weil man offensichtlich Wert auf Transparenz legt, der Konferenzsaal. Und hier das ehemalige Pressehaus in Bonn. Die Wand aus Palisanderholz, die bis zum Mauerfall und dem Umzug nach Berlin die Kulisse für alle Pressekonferenzen der BRD darstellte, ist vielen sicher noch in Erinnerung. Das klingt alles wunderbar seriös. Aber die Bundespressekonferenz wäre nicht, was sie ist, gäbe es dann nicht den traditionellen jährlichen Bundespresseball, der im Jahre 1951 eingeführt wurde. Ach, der Bundespresseball. Es ist das gesellschaftliche Ereignis des Winters. An die 2000 bis 3000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Showbiz werden von der allmächtigen Bundespressekonferenz geladen. Wohin das Auge blickt, Prominente oder Promis, wenn man sie hier gern abkürzt. Oh je, sie stehen nicht auf der Gästeliste? Schlimmer noch, sie standen früher einmal drauf. Hier entscheidet sich, wer zu den deutschen oberen 10.000 gehört. Kein Wunder, dass der Bundespresseball bei der Klatschpresse für große Freude und gute Umsätze sorgt. Allein schon der Ort. Nach ein paar Fehlschlägen in Berlin, der Ball fand zum Ärger der Traditionalisten einmal sogar in der leerstehenden Halle des Flughafens Berlin-Tempelhof statt, findet er seit 2015 im vornehmen Hotel Adlon am Brandenburger Tor statt. Die Taxis sind von großem Interesse. Wer kommt mit wem? Ein Abgeordneter kommt ohne seine Frau? Und wer ist die Unbekannte am Arm dieses Ministers? Nun zur Kleidung. Eine wahre Modenschau. Blitzlichtgewitter. Man beäugt sich lobend, kritisch, neidisch. Und oh la la, hier die gefürchtete Katastrophe, wenn zwei Damen im selben Kleid auftauchen. Endlich begeben sich die Dinnergäste zu Tisch. Gut, die Bundespressekonferenz gibt nicht gerne preis, was sie dafür ausgegeben haben. Aber jeder weiß, dass die sogenannten Gäste ein paar hundert Euro haben hinblättern müssen. Die Flaniergäste haben nur Zugang zum Buffet. Aber auch um sie müssen sie sich keine Sorgen machen. Obwohl sie ein paar Scheine weniger ausgegeben haben, mangelt es ihnen nicht an Champagner und Häppchen. Und nun wird der Preis der Bundespressekonferenz verliehen. Ich habe gehört, dass dieses Jahr womöglich die Augsburger Allgemeine den Preis bekommen könnte. Und schon eröffnet der Bundespräsident mit der Frau des Vorsitzenden der Bundespressekonferenz den Ball, während der Vorsitzende der Bundespressekonferenz mit der Frau des Bundespräsidenten übers Parkett walzt. So geht der Abend dahin, bis zur traditionellen Currywurst um Punkt Mitternacht, die die Aftershow-Party einläutet, bei der es sehr viel zwangloser zugeht. Sie sehen es, der Bundespresseball ist the place to be. Eine Person hat trotzdem alle Einladungen systematisch ausgeschlagen. Genau, ich meine Angela Merkel. Das trifft nicht auf die anderen Kanzler zu, schon gar nicht auf Ex-Kanzler Schröder. Der nahm vor 3 oder 4 Jahren mit seiner neuen Ehefrau teil, während seine Ex-Frau Hand in Hand mit ihrem frisch gebackenen Ehemann kam. Eine Herausforderung fürs Protokoll, peinliche Begegnungen zu vermeiden. Sie können sich vorstellen, dass an diesem Abend
an dem die Mächtigen unter sich sind, so dass eine oder andere vor sich geht. Deswegen wird dem Bundespresseball auch vorgeworfen, es sei ein Ort von Intrigen, kleiner Mauscheleien und anderer nicht sonderlich demokratischer Abmachungen. Manche wollen ihn sogar abschaffen. Aber er hält durch, der Bundespresseball. Übrigens ist er am nächsten Freitag. Wissen Sie schon, was Sie anziehen? Wie? Sie sind nicht eingeladen? Hat man Sie etwa vergessen? Wie konnte das bloß passieren?